Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werdet ihr mal meine Trainingsroutine sehen und dabei müsst ihr vorerst wissen, dass ich 6 Mal in der Woche ins Gym gehe und dabei einen Dreier-Split mache. Also das bedeutet, dass ich am Montag Brust, Schultern, Trizeps, am Dienstag Rücken, Schultern, Bizeps und am Mittwoch Beine und Bauch trainiere. Und das mache ich von Donnerstag bis Samstag genauso. Wow. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Video an und ich zeige euch meine Trainingsroutine. Ich beginne immer ein Training mit einer kleinen Aufwärmeinheit, indem ich so 3-5 Minuten auf dem Laufband gehe oder laufe. Dann mache ich auf jeden Fall noch so ein paar Stretching-Einheiten und dann geht's auf jeden Fall los in das Krafttraining. This is the way. Da fange ich an einem Montag mit der Brustpresse an, wo ich dann jeweils einen Aufwärmsatz mache und 3 Arbeitssätze mit jeweils 8-12 Wiederholungen. Oder auch mehr, da ich versuche in ein Progressive Overloading zu kommen, also in eine höhere Intensität zu kommen, damit ich auf jeden Fall meinen Muskel einen Reiz setze, damit er stärker bzw. mehr wächst. Von der Brustpresse gehen wir dann zur Schrägbank und dort trainiere ich dann meine obere Brust im Schrägbankdrücken, wo ich dann auf jeden Fall auch einen Aufwärmsatz mache und jeweils 3 Arbeitssätze mit jeweils 10-12 Wiederholungen. Dabei finde ich auf jeden Fall die obere Brust sehr wichtig zu trainieren, da sie auf jeden Fall sehr viel Volumen hat. Und wenn du natürlich im Sommer einen guten und starken maskulinen Körper haben möchtest, dann ist es auf jeden Fall richtig wichtig, die obere Brust zu trainieren, damit dann die ganze Brust sichtbar gemacht wird. Vom Schrägbankdrücken geht es dann auf jeden Fall zur Butterfly-Übung, die ich jeweils einmal liegend am Kabelzug oder sitzend am Gerät mache. Dabei mache ich jeweils 3-4 Arbeitssätze mit jeweils 12-15 Wiederholungen, wo ich dann versuche, meine Brust richtig auszupowern. Vom Brusttraining geht es dann zum Schultertraining, wo ich da auf jeden Fall mit einer Grundübung anfange, nämlich mit Schulterdrücken, die dann auf jeden Fall fokussiert auf die vordere Schulter ist. Und da mache ich auf jeden Fall jeweils so 3-4 Arbeitssätze mit jeweils 12-15 Wiederholungen. Dann kommt auf jeden Fall eine weitere Übung, die sehr wichtig ist, damit du eine kugelförmige Schulter bekommst. Und das ist auf jeden Fall Seitheben. Und dabei mache ich Seitheben entweder jetzt am Kabelzug oder mit Kurzhanteln, wo ich dann auf jeden Fall jeweils 3-4 Arbeitssätze mache mit jeweils so 15-20 Wiederholungen. Nice. Vom Schultertraining geht es dann zum Trizepstraining, wo ich dann auf jeden Fall mit Überzügen über den Kopf am Kabelzug anfange. Dabei mache ich jeweils 3-4 Arbeitssätze mit jeweils 10-12 Wiederholungen, wo ich dann auf jeden Fall mit dieser Übung den oberen Trizepskopf ansteuern möchte. Dann lege ich den Fokus auf den mittleren Trizepskopf, wo ich dann Trizepsdrücken mit der SZ-Stange am Kabelzug oder Dips mit jeweils 3-4 Arbeitssätzen, wo ich dann meistens 10-12 Wiederholungen mache. Ja, dann zu guter Letzt mache ich noch diese Übung für den Trizeps, wo ich dann auf jeden Fall nicht den Namen weiß. Allerdings hat es mir auf jeden Fall ein sehr guter Freund gezeigt, die auf jeden Fall dann auch richtig gut ist, um deinen Trizeps richtig schön auszupowern. Am Dienstag und Donnerstag bei meinem Rücken- und Bizeps-Training fange ich immer mit den Klimmzügen oder dem engen Latziehen an. Dabei versuche ich auf jeden Fall den engen als auch den breiten Latissimus anzufokussieren. Bei Klimmzügen mache ich dann jeweils so 3-4 Arbeitssätze mit jeweils 6-10 Wiederholungen. Und beim engen Latziehen mache ich da jeweils so 3-4 Arbeitssätze mit jeweils 10-12 Wiederholungen. Dann baue ich auf jeden Fall immer noch Hyperextension mit ein, wo ich auf jeden Fall noch den unteren Rücken fokussieren möchte, wo ich auf jeden Fall noch 3-4 Arbeitssätze mache mit jeweils 20-25 Wiederholungen bis zum Muskelversagen. Dann gehe ich von den Hyperextensions zur Rudermaschine über, wo ich dann enges Rudern mache, um meinen engen Latissimus zu fokussieren, wo ich dann jeweils 3-4 Arbeitssätze mache mit jeweils 8-12 Wiederholungen. Dann gehe ich zu dieser Rudermaschine hier, wo ich dann jeweils auf jeder Seite einarmig meinen oberen Rücken anfokussiere und da mache ich jeweils so 3-4 Arbeitssätze mit jeweils 12-15 Wiederholungen. You son of a bitch. Dann mache ich auf jeden Fall Face Pulls oder ich mache diese Übung für die hintere Schulter oder auch Shrugs, um da auf jeden Fall noch den Trapezius, die hintere Schulter und den Nacken anzufokussieren. Vom Rückentraining gehe ich dann zum Bizeps-Training über und da fange ich auf jeden Fall immer mit den Squat Curls an. Und da mache ich jeweils so 3-4 Arbeitssätze mit jeweils so 10-12 Wiederholungen oder mehr, um auf jeden Fall an dieses Muskelversagen zu gelangen. Yeah, buddy! Von den Squat Curls gehe ich dann auf jeden Fall zu den Chin-Ups an der Klimmzugstange oder am Gerät über. Und da mache ich jeweils so 3-4 Arbeitssätze mit jeweils 12-15 Wiederholungen. Was ich dann auch meistens mache, ist dann diese Bizepsübung am Kabelzug, wo ich dann jeweils so 3-4 Arbeitssätze mache mit jeweils 12-15 Wiederholungen. Und zum Schluss mache ich dann meistens immer Isolationscurls, wo ich dann auf jeden Fall auch so 3-4 Arbeitssätze mache und da zähle ich auf jeden Fall die Wiederholung nicht mit, denn ich möchte auf jeden Fall dort bis zum Muskelversagen kommen. Aber das bedarf's.
Am Mittwoch und Samstag bei meinem Beine- und Bauchtraining fange ich meistens immer mit dem Beinbeuge an, wo ich dann jeweils 3 bis 4 Arbeitssätze mache mit jeweils 10 bis 12 Wiederholungen. Dann gehe ich auf jeden Fall immer vom Beinbeuger zur Beinpresse, wo ich dann jeweils einen Aufwärmsatz mache, bis ich dann 3 bis 4 Arbeitssätze mache mit jeweils 10 bis 12 Wiederholungen. Von der Beinpresse gehe ich dann zum Beinstrecker über, wo ich dann auch 3 bis 4 Arbeitssätze mache mit jeweils 10 bis 12 Wiederholungen oder mehr, um meine oberen Oberschenkel richtig zum Brennen zu bringen. Vom Beinstrecker gehe ich dann zu diesem Gerät hier, wo ich dann Abduktoren trainiere. Dort mache ich dann ungefähr so 3 bis 4 Arbeitssätze mit jeweils 12 bis 15 Wiederholungen. Dann von den Abduktoren gehe ich zu den Waden über und trainiere dann an diesem Gerät hier die Waden, so jeweils 3 bis 4 Arbeitssätze mit jeweils 20 bis 25 Wiederholungen. Vom Beintraining gehe ich dann zu meinem Bauchtraining über, wo ich dann auf jeden Fall mit den Leg Raises anfange, um vor allem dann meinen unteren Bauch zu fokussieren, wo ich dann jeweils 3 bis 4 Arbeitssätze mache bei jeweils 20 bis 30 Wiederholungen oder mehr. Von den Leg Raises gehe ich dann zu den Sit-Ups über, wo ich dann auf jeden Fall auch so 3 bis 4 Arbeitssätze mache mit jeweils 20 bis 30 Wiederholungen, um vor allem da meinen oberen Bauch zu fokussieren. Und zu guter Letzt mache ich dann noch eine Minute Planks, um meinen Bauch richtig brennen zu lassen. Vor allem nach dem Beintraining mache ich dann auch immer noch eine Stretching-Einheit, wo ich mich dann richtig schön durchdehne, damit sich der Muskelkater dann bei mir nicht so richtig krass ausbreitet. Smart. Und wenn ihr noch wissen möchtet, wie viel Gewicht ich pro Übung hebe, dann könnt ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung vorbeischauen, wo ich es für euch auf jeden Fall notiert habe. Danke, Mann! Und mit diesen letzten Worten hoffe ich, dass euch das kleine Video über meine Trainingsroutine gefallen hat. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mich nicht vergesst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und zum nächsten Video, dein David. Und die ganzen kleinen Schuli-Arschficker, die dann so propagiert haben, scheiße, chillt euer Leben, ne? Braucht nicht trainieren, bringt eh nichts. Die kleinen Arschficker, die werden sich umgucken, wenn sie wieder mal ins Studio gehen. Da fangen sie wieder bei Null an, die kleinen Pissköpfe.